Wir sind halt wieder zusammengekommen, um uns über das Wort Gottes Gedanken zu machen. Heute stellen wir uns die Frage, wer lebt davon, dass er viel hat? Aber zuvor lasst uns bewusst machen, jeder von uns, oder die meisten Menschen haben eigentlich Ziele im Leben, für die sie ihre Kraft und ihre Zeit einsetzen. Denn nur so, wenn man Ziele hat, erscheint das Leben sinnvoll. Manche möchten viel glücklich sein, streben danach glücklich zu sein. 有些人的生命中的目标就是, Für manche im Leben ist es wichtig, viele Abenteuer zu erleben. 有些人他们觉得在生命中要有很多很精彩的事情, 对他们来讲就有意义。 Die machen zum Beispiel viele Reisen. 他们就会, 环游世界。 Oder gefährliche Bergbesteigungen, solche Sachen. Oder 去爬很高的山。 Das finden sie sinnvoll. 他们就觉得这个很有意义。 Und gibt es aber auch eine etliche Leute, die die Welt verbessern wollen oder die Welt verändern wollen. 那也有很多人他们想要把, 这个世界变得好一点, 他们想要, 让这个世界进步。 Dann gibt es welche, die für sich mehr was erreichen wollen, die wollen berühmt werden oder sich einen Namen machen, den man länger kennt, als über seinen Tod hinaus noch kennt. 其他的他们会为自己的名声而有追求，这样他们的名不会被忘记。 Bei Olympia hat man es gut gesehen, da haben junge Leute viele Jahre auf dieses Ereignis sich vorbereitet, um eine Höchstleistung der Welt zu zeigen und damit auch im Mittelpunkt zu stehen. 每一次的奥运都是一个例子，很多年轻人他们锻炼了好几年，就是为了这一个比赛，为了未来的人能够纪念他们的成就。 Und so ist es auch im Bereich Sport, im Bereich Musik, im Bereich Wissenschaft, dass da die Leute danach streben, was Besonderes leisten zu können und zu zeigen. 那在音乐或者, 科学上也有其他人他们会追求这种名声。 Aber noch mehr verbreitet ist dieses Streben nach Wohlstand, nach Reichtum. 那也非常普遍的就是追求, Zeitfu. Man verspricht sich dadurch ein sorgloses Leben, wenn man reich ist. Und wenn man alt ist und nicht mehr so toll arbeiten kann, dann muss man sich auch keine Sorgen machen, wenn man reich ist. Und dieses letzte Thema, das soll uns heute beschäftigen. 那所以今天我们主要就是想看这个追求财富的这个现象。 Also wie ich sagte, viele Leute streben danach, viel Vermögen zu haben. 就是我刚刚提到说，很多人他们会追求这些物质上的金钱。 Dafür wenden sie viel Zeit auf, viel Kraft und bringen auch viele Opfer dafür. 他们会为了这个花很多时间，花很多力气，花很多精神。 Wie viele wichtige Leute in der Firma? Manager gibt es, die keine Freizeit mehr haben, die ihre Familie vernachlässigen, nur damit sie diesen Job behalten. 在很多的公司，他们就是那些老板们，他们花很多时间在工作上，然后没有时间跟自己的家庭过生活，就是为了赚钱。 Oder auch die ein Geschäft eröffnen, Menschen, die ein Geschäft eröffnen, ein Supermarkt, ein Gasthaus, eine Firma, sind immer am Arbeiten. 或者自己当做老板的开店，开餐馆，他们基本上都很忙。 Erstaunlicherweise ist es so, selbst wenn sie genug haben und eigentlich gut leben könnten, sogar auch im Alter genug haben, hören sie nicht auf. 那很常见的就是，他们虽然已经赚够多，但是他们还是照样的忙。
Entweder überlegen sie gar nicht mehr, sie arbeiten einfach weiter. 有可能他们就没有再考虑这个问题，他们就是以前这样做，所以现在继续做。 Oder sie haben immer Sorge, es reicht nicht, nicht genug. 他们一直担心说不够。 你听得到吗？ 你往前来。 Ja, sie denken, es reicht nicht, ne? 就是这些人，他们也有可能担心说，他们所赚的不够。 Und sie leben nach dem Motto immer mehr und immer mehr haben, immer mehr machen. 那他们想要越赚越多。 Und immer beschäftigter sein, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. 他们把自己都搞得很忙。 Und dazu hat Jesus ein sehr anschauliches Gleichnis erzählt in Lukas 12. Jesus 在路加福音12章给我们非常好的一个比喻。 Und es ist ab Vers 13 bis Vers 21. 在路加福音12章13节到21节。 Lukas 12, Vers 13 bis 21. 路加福音12章13节到21节。 Ich lese es einmal auf Deutsch und die Chinesisch Lesenden lesen es bitte mit. 那我用德文念一遍。 Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe. Iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Veranschaulichen wir uns nochmal den Zusammenhang. In 11, Vers 37 lesen wir: Jesus ist in das Haus eines Pharisäers gegangen, um dort zu essen. 在路加福音11章37节, Jesus进到一个法利赛人与他吃饭。 Und dann redet er da drin vieles und in 53 heißt es, als er von dort hinausging. Also er geht dann wieder raus aus diesem Haus. 那到53节他讲了很多话之后,他就出了这人的家。 Und dann kamen die Pharisäer zu ihm und hatten viele Fragen an ihn. 那法利赛人就来到耶稣面前，有很多问题。 Und während Jesus mit den Pharisäern spricht, in 12 Vers 1, kommen viele tausend Menschen zusammen, sodass sie einander fast niedertraten. 那在12章第一节，人多到他们没有位置。 Das ist unglaublich. Es gibt heute auch noch solche Versammlungen. 那今天有一些很多人的地方也会这样。 Und dann redet Jesus zu diesen vielen Menschen. 那耶稣就对这个人群讲道。 Einmal sagt er, sie sollen sich nicht Sorgen machen, was sie reden sollen. 耶稣说他们不用担心他们该所说的话。 Davor warnt er sie noch vor Heuchelei. 在四节以下，他说他们要 假冒为善。 Und nachdem er dann gesagt hat, macht euch keine Sorgen, wenn ihr euch verantworten müsst, was ihr reden sollt,
kommt einer aus dem Volk zu ihm. 在八节之后，以下他就讲到，在人前他们认基督不用惧怕。 Da kommt dann einer aus dem Volk zu ihm. Ne? 之后有一个, In Vers 13 ist 在十三节, 众人中有一个人对耶稣说, Und er hat ihm eine wichtige, der hat Jesus eine wichtige Frage zu stellen. 他有一个问题想要问耶稣, oder eine Bitte vielmehr. Er hat Probleme mit dem Erbe seines Bruders zu teilen. 因为他跟他哥哥要分产业有问题。 Offensichtlich bekommt er nichts oder nicht genug. Vielleicht ist er der jüngere Bruder. 他得产业，没有被分到或者分到不够。 Und jetzt möchte er, dass Jesus hier schlichtet und ihm hilft. 他要耶稣来解决这个问题。 Aber Jesus geht nicht auf sein Anliegen ein. 但是耶稣其实没有应对他的问题去回答。 Er sagt nur, das ist nicht meine Sache. 耶稣说这不是我所管理的事。 Aber er hat dieses Thema, was eigentlich im Hintergrund steht, gleich benannt. 但是他在这个人的背后的思想，耶稣把他讲出来。 Es geht hier um Habgier. 因为这边的问题就是贪心。 Und der Frager möchte wohl auch einfach viele Güter haben. 那问耶稣的这个人，他好像也要，就是有在物质上的财富。 Und da sagt Jesus schon im Grunde, was er sagen möchte. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 那耶稣在用这个比喻，描写说，就是人的生命不在乎家道丰富。 Er sagt aber auch, hütet euch vor Habgier. 那他也说，你们要，在第。 Das ist in 15 am Anfang, in der Mitte. 他在第15节，免去一切的贪心。 Warum sagt Jesus das hier? 为什么耶稣这样说呢？ Wenn wir in der Bibel ein bisschen anschauen, was Habgier bedeutet, dann gibt es zwei Arten von Habgier, oder habe ich gefunden? 如果我们在圣经查考说，贪心在圣经有什么意思？我找到圣经中的两个意思。 Das erste ist, dass man viel mehr haben möchte, als man braucht. 一种贪心就是所需求的比我们所需要的要多。 Es geht jetzt nicht immer um materielle Dinge, auch nicht immer um Geld, sondern auch um Wissen oder Ruhm oder andere Anerkennung, solche Dinge auch. 那这个很广泛，不只是讲到就是物质上的，但是也是知识啊或者名声啊。 Also man möchte viel mehr haben, als man sorry, als man braucht. 就是贪心的意思，就是我们所追求的比我们所需要的要多。 Und die Sorge ist immer, dass man nicht genug hat, dass es nicht reicht. 我们一直担心说不够。 Und das zweite Art von Habgier ist, dass man etwas nimmt oder haben möchte, was einem nicht gehört oder was einem nicht zusteht. 那第二种贪心就是我们想拿不属于或者不归于我们的。 Das ist diese Habgier, die im 2. Mose 10, 17 angesprochen wird, im 10. Gebot. 10. Gebot, ja. 这是在 出埃及记20章17节所记载的，在十诫中的第十诫。 Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Frau, Kinder und so weiter. 你不要贪别人的妻子、动物等等。 Das heißt, das gehört dir nicht, also sollst du das auch nicht haben wollen. 因为这些东西不属于你，不是你的，所以你不要去。 Und wir wissen, diese Art von Habgier ist der Ausgangspunkt von vielem Übel oder vielem Bösen. 那我们知道，这种贪心是很多邪恶的事情的开始。 Das hatten wir letzte Woche in der Predigt von Ensen. Ne? Da hat er verschiedene Beispiele gebracht. David zum Beispiel wollte die Frau, die ihm nicht gehört. 那上礼拜 Ensen弟兄讲到的时候，有提到说。 那比如大卫他，因为他贪别人的妻子， und dadurch entstand viel Unglück und viel Leid. 之后所造成的他家庭很多的苦。
Und auch Ahab wollte einen Weinberg, der ihm nicht gehört und den er auch nicht brauchte, aber er wollte ihn unbedingt haben. 或者亚哈王以色列的国王，他贪别人的葡萄园，那因为这样，所以就造成了很多问题。 Und deswegen kann man auch sagen, ist frei, also Streben nach vielen Dingen, die einem nicht gehören und die man nicht braucht, die Wurzel von viel Bösem und viel Übel. 那所以我们追求不属于我们的东西是很多恶事的根。 Also, das können wir nachlesen, hat Paulus auch so gesehen im 1. Timotheusbrief. 我们来翻开提摩太前书，保罗也有说到这个事情。 1. Timotheus, Timotheus前书, Kapitel 6, 第六章, Vers 9 und 10. Timotheus前书第六章第9到第10节. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Das fasst schön zusammen, wie die Folgen sind von Geldgier. 这边讲得很好，就是贪财的结果是什么？ Und eine weitere Folge hat Paulus im 1. Korinther 6, Vers 10 genannt. 在哥林多前书第六章十节，保罗提到另外一个后果。 1. Korinther 6, Vers 10. 哥林多前书六章十节。 Da steht, also alle, die werden das Reich Gottes nicht erben, also noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuberer werden das Reich Gottes ererben. 这些人包括贪心的、贪财的，他们都不能承受神的国。 Also weil Habgier die Ursache von so viel Bösem ist, und auch die Folge ist, dass man nicht das Reich Gottes ererben kann, sagt Jesus, hütet euch vor Habgier. 那因为贪财是万恶事，反正就是很多恶事的根，所以耶稣说你们要免去这个贪财。 Und dann hat Jesus den Zuhörern ein Gleichnis erzählt. 那之后耶稣就跟他们讲这个比喻。 Gleichnis ist immer dazu da, dass man es noch besser versteht, dass es lebendiger ist. 比喻的目的就是使听者可以更明白耶稣的意思，然后又比较容易去理解。 Er fängt an und sagt, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. 在十二章第十六节以下，耶稣就开始讲这个比喻，有一个财主田。 Das ist wie so eine Momentaufnahme aus dem Leben von diesem reichen Mann. Wir halten fest, er war reich, schon reich. 他已经是财主。 Und von unten wissen wir, er war kein Geschäftsmann, sondern ein Bauer. 那他不是做生意的，但是他是种田的。 Und dieses Jahr war die Ernte gut gewesen. 那一年的收成是丰富的。 Das ist deswegen wichtig, weil der Bauer hat nicht viel Einfluss, ob die Ernte gut wird oder nicht. Er kann nur säen und dann warten. 作为农夫的，对今年的收割的影响是有限的，因为他只能撒种，然后。 就只能希望说这个种子会长出果子。 Und wenn das Wetter dann gut passt, dann ist die Ernte viel. 天气好的话，收割的就多。 Und wenn nicht, ist die Ernte vielleicht verdorben, gar nichts. 天气不好的，说不定什么都没有。 Das heißt, dass er so viel Ernte haben konnte, war ein Geschenk.
所以他田中能长出那么多，是不是他的不完全是他的成就，而是他所得到的恩赐。 Das ist nämlich vergleichbar auch mit diesem Erbe. Ein Erbe ist auch immer ein Geschenk, das hat man sich nicht erarbeitet. 就好像这上面提到的产业，也不是我们努力去劳力去赚来的，而是我们所得到的恩赐。 Oder in unser Leben übertragen, wenn wir plötzlich ein Angebot bekommen, eine wunderbare Stelle, mit die ganz gut bezahlt wird. 或者在我们生命中有可能就是刚好有非常好的那个工作机会，那薪水又很高，这也是一个恩赐。 Oder man hat in einem Geschäft plötzlich einen hohen Gewinn gemacht, wo man jetzt nicht geplant hatte, wo man nicht gedacht hatte. 或者我们做生意，不知不觉的就 生意做得很好，然后赚的钱很多。 Oder man kann in einer guten Lage eine Immobilie kaufen, ein gutes Geschäft machen. Das sind auch so Gelegenheiten, die man heutzutage haben kann. 或者在好地点买到好房子，在适当的时候做适当的生意，这都是我们在世上的一些成就。 Also es geht um einen Gewinn, den man nicht geplant hat, wie Geschäftsleute planen, sondern der einem so zufällt. 就好像是我们没有真的去预计中的一些所得到的赚到的钱。 Aber ich denke, jeder würde sich über sowas freuen. 但是每个人得到这个钱都会开心。 Und nun beginnt der Mann zu denken. 那这人他就开始想。 Vers 17. 17节。 Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Soll ich nochmal lesen? Ja. 17节, 自己心里思想说, 我的出产没有地方收藏, 怎么办呢? Da würde man natürlich sagen, der hat Sorgen, ja. Solche Sorgen möchte ich auch mal haben. 我们会觉得说，这人他的担心，不算担心，我也希望我有这种担心。 Also Sorgen auf hohem Niveau. 就他的忧虑是高层次的忧虑。 Aber immerhin, er hat jetzt viele Früchte geerntet. Er will die nicht verderben lassen, das ist ja schon mal ganz gut. Will die nicht wegschmeißen und möchte einen hohen Gewinn erzielen. Also muss er sich was überlegen. 财产多，所以他就开始思想说，哦，这个财产收到哪里去？ Und dieses Überlegen, dieses Planen ist eigentlich an sich nicht schlecht, ne? 这种计划，这种思想不是错的。 Er macht eine Bestandsaufnahme, er sagt sich, okay, ich habe so viel Früchte und so viel Lagerplatz, passt nicht. 他所观察到的就是他的财产那么多，但是所那个收藏的地方只有那么多，不够，那他要怎么办？ Meine Scheune ist zu klein und das ist schon voll. 就是我的仓库已经太小或者已经满了。 Natürlich sollen wir auch wir überlegen, wenn wir etwas bekommen, wie wir das Beste daraus machen und es nicht verschwenden. 当然，我们得到的恩典或者得到的财产，我们也要就是认真的去思考，我们要怎么去用。 Ich denke nicht, dass Jesus hier meint, wir sollen so etwas einfach ablehnen oder wegwerfen oder verschwenden. Jesus' Gewinn, nein, darum geht es nicht. 耶稣不是说我们 得到多余的恩赐或者财产，不是就把这个给扔掉。 Aber halten wir noch mal fest, die Sorge hier geht um einen rein materiellen Wohlstand. Das ist seine Sorge. 但是我们再重复一遍，这个人他的忧虑是在于这个完全纯粹是在于这个物质上的财产。 Wir sehen, es geht gar nicht um nichts um geistliche Dinge hier. 他没有考虑任何在属灵上的事情。 Okay, er hat die Bestandsaufnahme gemacht und dann hat er eine Lösung gefunden. 所以之后他就找到一个解决方法。 Das ist eigentlich schön beschrieben in 18. 在18节。 Und sprach, das will ich tun. 他说我要这办，这么办。
Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und dann machen wir noch weiter mit 19. 18, 19. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. 看中文的请自己念, 谢谢. Der Herr vorne hört nur zu. Okay. Liebe Susan, kannst du für uns Chinesisch lesen? Schön laut und deutlich. Dankeschön. Also, die Lösung ist, das Alte abbrechen und Neues bauen. 他解决的方法就是把旧的拆掉，盖建新的。 Und jetzt bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, er hat mehrere Scheunen, Plural, nicht nur eine Scheune. 那我这次准备的时候发现说，他讲到这些收藏库是复数的，所以他本来就有比较多的收藏库。 Da sehen wir, der war wirklich nicht arm, der war echt schon reich. 所以他已经很有钱了。 Und jetzt hat er die Gelegenheit, noch mehr Gewinn zu machen. Wir können uns aber lebhaft vorstellen, dass dieses Bauvorhaben abreißen, aufbauen, größere, ihn sehr lange beschäftigen wird. Er muss planen. 他要计划, er muss Bauleute beauftragen. 他要找一些工人, er muss vielleicht noch einen Platz suchen. 他要找建新的仓库的地点地方. Das heißt, er ist sehr beschäftigt, immer mit dem Ziel, diesen Gewinn zu machen, und hat für sonst nichts Zeit, für andere Sachen keine Zeit. 所以他就很忙着把他的财产变得更多，那我没有时间去管其他的事。 Auch wir brechen vielleicht manchmal das Alte ab, also unsere alten Beziehungen, ziehen um in einen Ort, wo es ein besseres Studium, einen besseren Arbeitsplatz gibt. 那我们也许也会把旧的拆掉，建新的，比如我们会搬到新的地方去上大学，或者去新的地方工作。 Oder bleiben wir mal im Computerbereich, da kann man immer mehr Speicherplatz kaufen. 或者如果我们讲到电脑的话，现在可以有越来越多存。 那个档案的方法。 Und man kann auch Laptops, Handys kaufen, die immer leistungsstärker sind, wo man immer mehr damit machen kann. 那现在的手机啊，或者电脑越来越能干。 Und dann kann man ganz viel recherchieren natürlich. 那可以去用网络上查很多东西。 Kann man immer das billigste Produkt finden. 然后一直都可以用一些网站找到最便宜、最值钱的东西。 Und man kann ganz viele Sachen kaufen. 那可以很容易买很多东西。 Und man kann ganz viele Filme schauen und Musik hören. 可以看很多电影，可以听任何的音乐。 Aber das sind alles Zeitfresser in Potenz. 但是这些东西都是 都需要很多时间。 Die nehmen unsere Zeit einfach weg. 他们把我们的时间就这样拿走了。 Okay, und dann führt er ein Selbstgespräch und spricht zu seiner Seele. 那在19节，他对自己的灵魂说。 Und beruhigt sie. 然后对，好像在安慰自己的灵魂。Du kannst jetzt in Ruhe leben, keine Sorge mehr. 他说：“灵魂呐，你不用再担心了。” Das heißt, so ungefähr hat das Ziel erreicht, er kann jetzt sorgenfrei alt werden. 就好像他现在到年老都不用忧虑了。 Er kann jetzt das Leben genießen. 他现在终于可以享受生命。 Ja. Und im Grunde, viele von uns haben dieses Ziel auch, dass wir eines Tages uns hinsetzen können und sagen: So, jetzt brauche ich nicht mehr arbeiten. Kann ich genießen. 我们很多人也许也有这个梦想，说有一天我们坐下，
只能就是把一切的劳碌放下，说我们现在可以安心的休息。 Es gibt ja auch Leute, die sagen, ah, ich komme später in die Gemeinde, ich habe jetzt keine Zeit. Später, wenn ich Zeit habe, komme ich dann. Manche信徒他们也会说，哦，我这几年应该比较忙，那我现在比较少来教会，以后我再来教会。 Man wartet immer auf später. Ne? Ja, 我们一直为了这个未来而去着想。 In Vers 20 kommt nun Gott mit ins Spiel. 20节，神就进入这个比喻。 Er sagt zu ihm, 神对他说, du Narr, 你这个无知的人啊, was ist das? Er wird als Narr bezeichnet. 这个财主被称为无知的人。 Ja, und Gott erklärt, warum er findet, er ist ein Narr. 神接下来跟他解释说, 为什么他是无知的人。 Weil diese Nacht noch wird man deine Seele von dir fordern. 因为神说今夜必要你的灵魂。 Und dann stell dir eine Frage, und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? 你所预备的要归谁呢? Ein Narr in der Bibel ist jemand, der Gott nicht achtet und der auch Gott nicht mit in sein Leben einbezieht. 在圣经中，无知的人就是不去思考到神的，然后不把神当作为他生命中的一部分的人。 Wir sehen hier, Gott hat ganz andere Pläne mit ihm, als er hat. 因为神对他的生命的计划跟他自己的对他生命的计划不同。 Er lebt eigentlich so, als ob er ewig leben würde. 他活在世上好像永长生不老。 Und er verhält sich so, als ob er Macht hätte, seine Zukunft zu beeinflussen. 那他好像活着活在世上，好像他自己能够控制他的未来。 Als ob er bestimmen könnte, wie lange er lebt. 好像他自己能够控制，说他能活多久。 Und er hat Folgendes vergessen. 他忘记了。 Lesen wir in Psalm 39, Vers 7. 我们看诗篇39篇第7节。 39, Vers 7. Nee. Das ist nicht so gut. Wir lesen 49. 我找到更好的经节，诗篇49篇。 Ich habe beschlossen, nur diesen zu lesen. 49, 17 bis 20. 49篇中文是16到19节。 Also Deutsch 17 bis 20. Ich lese mal, fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren. Er freut sich wohl dieses guten Lebens, aber man preist dich, wenn es dir gut geht. Und doch fahren sie ihren Vätern nach und sehen das Licht nimmermehr. Ich 他才将是峥嵘的时候，你不要惧怕，因为他死的时候什么也不能再去。他的荣耀不能随他下去。他活着的时候，虽然自夸为有福，他人必归到他历代的祖宗那里，永不见光。人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。 Das hat er vergessen, man nimmt nichts mit. Obwohl eigentlich das jeder weiß, das ist jetzt nicht unbekannt, aber das hat er vergessen. 虽然理论上大家都知道，但是他在这个情况下却忘了。 Er lässt sich einmal in seinem Tun und Planen von seiner Habgier leiten. 所以一方面他在他的生命的做的决定， 以他的贪财贪心为主。 Und es ist sein Stolz oder seine Vergesslichkeit, dass er überhaupt nicht an Gott denkt. 那他的骄傲或者他的他忘记说去
去想到神。Denn schon in 5. Mose 5. Mose 8 wird gesagt, 在申命记8章, 5. Mose 8, Vers 18. 来看申命记8章18节。 Das hat ja Mose aufgeschrieben als Zusammenfassung und das den Israeliten will er das sagen. 这是, 摩西所记载的。 Vers 18. 申命记8章18节。 Nee, 17. 17 und 18. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen. 17节18节。 Meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Nein, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Also die Israeliten sollen, wenn sie Reichtum bekommen, Gott nicht vergessen, sondern an Gott gedenken. Und dem Kornbauer ist das ja auch von Gott geschenkt worden. 那我们看路加福音这个财主，他的财富也是从神得来的。 Und wir sehen, er überlegt viel, viel, aber er hat überhaupt nicht Gott mit im Plan. 那他想了很多，计划了很多，但是都没有想到神。 Das heißt, er lebt selbstzentriert und nicht gottzentriert. 他活的是他的生命是一个 以自己为主的，而不是以神为主的生命。 Und in unserem Gleichnis zurück, Lukas 12, Vers 21. 那在路加，我们回到我们的比喻，路加福音十二章。 Da macht Jesus praktisch die Zusammenfassung im letzten Vers. 在21节，耶稣作为替这个比喻做一个总结。 Und sagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. 防卫自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。 Das ist sozusagen das, was Jesus den Zuhörern und dem, der als Erbe haben möchte, sagen möchte. 这是耶稣对这个问他的人，还有对听众的信许。 Wir fassen nochmal zusammen. 我们再做一个总结。 Wenn wir nur irdisch denken und Pläne machen, dann kann es, also dieser Mann wird überrascht in seinen Planen von seinem Lebensende. 这个财主他没有计划到或者想到他生命的结尾。 Das Leben endet viel schneller, als er geplant hat. 他的生命比他所计划的，他死的比他计划的早。 Und das Leben beginnt mit Gott. Gott hat ihm das Leben gegeben und es endet auch mit Gott. 但是我们的生命、生死都在神的手中。 Aber er hat Gott vergessen. 但是他却在这方面忘记了神，忘记了神。 Deswegen ist er zum Narren geworden. 所以他就被称为无知的人。 Und alles, was er hier an Reichtum ansammelt und aufbaut und macht und tut, ist in dem Moment wertlos. 那他所积的财，他所做的计划，都是枉然的。 Und ihr kennt alle den Vers, was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? 那我们也知道，耶稣有说过，人若赢或者赚了全世界，但是却 失去了自己的灵魂，有意义吗？ Er hat hier seine Seele verloren. 在这里他失去了他的灵魂。 Und jetzt kommt Gott und fragt ihn, was hast du mit deinem Leben gemacht? 那神在这里问他说, 你在你生命中做了什么呢？ Hast du Schätze des Himmels mitgebracht? 你有带在天国在天上的财富吗？ 你有积在天上的财吗？ Dann muss er eigentlich sagen, nein, ich habe nichts mitgebracht. 那他只能说没有。
Ich komme mit leeren Händen. 我来到, 主的面前是空手而来. Ich bin ein Narr gewesen. 我是无知的人. Und müsste dann einsehen, dass niemand davon lebt, dass er viele Güter hat. 那他到最后就也, 得承认说, 有财富, 也没用. Natürlich reich, Jesus hat eine Alternative gegeben, wie man besser leben soll. Wir sollen reich sein bei Gott. 我们要在, 在神面前, Darüber könnte man noch viel reden, was bedeutet reich sein bei Gott. 在神面前富足是什么意思? 这个我们 Dazu ist jetzt weder die Zeit noch habe ich auch diesen Schwerpunkt gewählt. Denn 这不是今天的重点. Aber kurz gesagt, reich sein bei Gott ist zum einen, man lebt Gott zentriert, also Gott ist im Mittelpunkt unseres Lebens. 我们可以简单说, 在神面前富足, 就是在我们生命中以神为主. Und es ist genug, was wir haben, also wir sind genügsam. 那在我们生命中，我们要，嗯，怎么说？genügsam, schnell Übersetzung. 知足. Wir sollen genügsam sein. Und wenn Gott uns Reichtum schenkt, was er ja durchaus auch tut. 那若神赐给我们财富的话。 Dass wir es zusammen mit Gott verwalten und nicht alleine, als ob wir der Herr dieses Reichtums wären. Denn auch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Haben wir nur noch einen Tag zu leben, ein paar Monate oder viele Jahre? Wir lernen von diesem Mensch, das wissen wir nicht. 我们从这个财主能学到的就是我们不知道我们生命的长短。 Aber wir wissen, das haben wir auch gestern Abend schon gelernt, dass wir viel von Gott bekommen haben und vielleicht noch bekommen werden. 但是我们所知道的神到现在所赐给我们的已经是很丰富的。 Zum Beispiel unsere gute Ausbildung ist auch ein Geschenk. 比如我们的学业也是神所赐给我们的。 Und wenn wir dann wirklich auch gut verdienen, ist auch von Gott gegeben. 那如果我们有工作有薪水, 这也是神所赐给我们的。 Deshalb lasst uns, und deswegen ist eigentlich jeder betroffen. Niemand ist so arm, dass er sagt, ich habe nichts. 所以我们每一个人都要都得去考虑这个或者思考这个问题，因为我们每个人都有从神得到他的恩典。 Ja, und allein, dass wir hier sind und leben und ich hoffe doch, gesund sind, ist schon ein Geschenk Gottes. 我们健康可以来到教会聚会，这都是神的恩典。 Aber wie wir es verwalten, wie wir es verwenden, das können wir so und so machen, mit Gott und oder ohne Gott. 那我们如何去管理这些恩典，这就是问题。 Und ob wir am Ende unseres Lebens mit leeren Händen vor Gott stehen oder mit vollen, also ob wir reich sind bei Gott, können wir auch bestimmen. 那到最后我们在神面前是不是在神面前是不是富足或者不富足的，也是我们可以控制的，或者我们对。 Dann möchte ich noch auf einen Zusammenhang hinweisen, bevor wir enden. Danach redet Jesus vom falschen und rechten Sorgen. Also es ist richtig im Kontext, redet Jesus weiter. 那最后一点就是我们如果看路加福音十二章这个上下文的话，在二十二节之后，耶稣讲到忧虑这个问题。 Wo er eben betont, dass wir uns nicht keine Sorge machen brauchen darum. 耶稣继续说我们不用忧虑。 Um das normale Leben, was wir brauchen, sorgt sich Gott. 因为我们在日常生，我们在生命中所需要的东西，神会神必看顾。 Und dann in Vers 33, 33节, sagt er ganz konkret, verkauft, was ihr habt, gebt Almosen, macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo sich kein Dieb naht und keine Motten fressen.
Dann begründet er noch, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. 33, 34 节. Susan, liest du für uns 33, kannst du noch 33, nur reicht 33. Lasst uns das mitnehmen in die Woche, in unser Leben. Und dann singen wir noch zusammen das Lied 150. 我们最后唱赞美诗150首。